In einem anderen Jahr, wo ich auch auf der Basler Fasnacht war, war ich zu Gast bei einem Freund, einem amerikanischen Trompetenvirtuosen, Edward Tarr, der an dem unteren Rheinweg seine Wohnung gehabt hat damals. Und zwar so, dass eine Seite seines Hauses vorne auf den Rhein rausgegangen ist und dann kommt eine kleine Gasse, Referenzgässlein. Und da hinten ist eine Parallelstraße zum Rhein, so dass dieses Haus, ein gotisches Haus, von Straßen sozusagen umflossen ist. Und wir haben damals gerade das Einhorn geprobt, eins meiner liebsten Lieder. Und mein Kollege und Freund Tarr hat an dieser Melodie Feuer gefangen und hat nicht die Trompete genommen, sondern das Waldhorn und hat mit dem Trichter gleichsam in der Luft herumgesucht, um eine Begleitstimme daraus aufzufangen und dann gleich wieder aus dem Trichter rauszublasen. Und wir waren mitten bei der Arbeit, es war ein Werktag, Vormittag, aber eben Fasnacht. Und auf einmal hat sich ein unglaubliches Getöse genähert, ein Lärm. Und zwar waren das Elsässer Waggis, die auf einem Traktor gezogenen Wagen vorne am Rhein vorbei gefahren sind. Man hat den Traktor gehört und sie haben gejohlt und gelärmt und hatten Ratschen und alte Tröten und Trompeten und Trommeln und haben die Leute insultiert und ihnen Konfetti und Mimosensträuße und Orangen zugeworfen. Und es waren da wenig, aber die haben dran glauben müssen. Und wir haben natürlich wegen dieses Lärms nicht arbeiten können, haben die Augen indigniert zum Himmel geschlagen, obwohl wir beide die Fasnacht mögen. Aber in dem Fall wollten wir gern arbeiten. Und dann war das vorbei und wir haben wieder weiter. Dam, da, da, dam, da, dam, dam, halt. Und dann weiß ich was und dann hat er was notiert. Und auf einmal ist derselbe Lärm von hinten losgegangen. Das heißt, der Traktor war um dieses gotische Haus, das Referenzgässlein, heraufgefahren und ist dann von der anderen Seite gekommen. Und dann ist es meinem Freund zu viel geworden. Denn es war auf diesem Wagen, war ein rotgesichtiger Bursche, wie man später gesehen hat, er hatte einstweilen diese riesenhaften Strohmasken mit den großen himmelstrebenden Nasen auf. Unten der Mund war frei, da hat er ab und zu eine Flasche angesetzt. Ab und zu aber auch eine alte, verbeulte Blechtrompete mit Grünspan besetzt, die aus einem elsässischen Dorf vom Nachtwächter vielleicht nachgelassen war. Und der Mann konnte nicht spielen. Der konnte bloß kieksen und irgendwelche Töne da rausbringen, die die Oktaven rauf und runter geglitten sind und ganz schrecklich geklungen haben. Und nun, mein Freund hat eine Yamaha-Trompete gegriffen aus dem Gestell, hat den Vorhang zur Seite gestreift, das Fenster leicht aufgemacht und hat es ihm gezeigt. Der andere hat gespielt, also irgendwas, was ihm halt gerade eingefallen ist, vielmehr. Er hat getrötet und gegiekst und der Trompetenvirtuose hat das genau nachgemacht, sodass dieser Mann auf dem schwankenden Wagen völlig verdattert sich umgesehen hat. Ich habe es durch eine Spalte beobachten können und hat die Trompete sinken lassen und hat geguckt, bin ich jetzt verrückt geworden? Dann hat die Trompete noch einmal angesetzt und hat wieder was geblasen und mein Freund sofort geantwortet und zwar exakt identisch mit genau einstudierten Kieksern. Und dann haben sich diese Narren, denen völliger der Wind aus den Segeln genommen, da haben sich angestoßen und es ist ganz lang. Der Traktor hat angehalten, was ist hier passiert? Ist hier Hexerei im Spiel? Der hat noch einmal auf das Zeichen von seinen Freunden, blas auch noch einmal, ob das wieder kommt. Und dann hat er wieder geblasen und zornig, mein Freund, zornig. Er resigniert, der wieder resigniert. Und so ist es eine Weile hin und her gegangen. Die haben nicht einmal gedacht, die haben die Münder offen stehen gehabt. Und dann hat einer auf den Vorhang gewiesen, wo diese Trompete goldglänzend mit leichtem Rauch in der kalten Luft aus dem Fenster herausgekommen ist. Und dann haben sie mit den Zeigefingern da hingewiesen und sagen, da kommt das her. Haben es kaum geglaubt, plötzlich, wo kommt eine Trompete am helllichten Morgen her? Und dann ist der Traktor wieder angefahren und der ganze Zug langsam um die Ecke verschwunden. Und wir haben weitergeprobt. Dam, dam,